It is natural to die. Dead by Daylight. Moin, ich bin sofort bei euch. Ich muss nur hier noch schnell die Ankündigung fertig machen. Das habe ich leider ein bisschen verpennt. Aber das macht ja nichts. Wie ich sehe, braucht ihr auch noch ein bisschen Zeit. So, wo bin ich? Genau hier. Ich hätte nämlich fast die Ankündigung auf Twitter vergessen, die ja eigentlich sogar die wichtigste ist. Das nehme ich noch schnell. Hole ich noch schnell nach. Twittern, genau. So, und dann bin ich schon für euch da. Alles klar. So, genau. Heute Montag, sowieso schon nicht der beste Tag. Noch ein paar schlechte Nachrichten mit meinem Laptop, der wohl die Daten sind wohl alle weg. Aber den wollte ich sowieso platt machen, also schauen wir mal, was das Spiel für uns parat hält. Ritual des letzten Atemzugs, Krankenschwester. Es fängt in dem Spiel so an, wie es im Real Life aufgehört hat. Dann würde ich sagen, lassen wir uns direkt mal verprügeln. Direkt ausgeflogen. So ein Müll. Na los. Warte mal kurz, bevor man auf Ready drücke. Okay, der Ping ist really nice. Dann hoffe ich einfach, dass der Ping auch so bleibt. Ja. Ich warte mal noch auf die ersten Chat-Zuschauer.
gucken. Ich habe hier im Hintergrund mein Twitch selbst offen, falls der Chatbot nicht so aktuell ist. Aber ja, der zeigt mir dasselbe an. Ja, dann geht die Runde los. Ja, da hat schon jemand. Wenigstens gibt es ein paar Blutpunkte mehr als normal. Durch den Kuchen. Der Kuchen ist gut. Mag Kuchen. Tja, was soll ich erzählen? Mein Laptop, falls es jemand interessiert. Ich wollte den komplett platt machen, habe deswegen vorher meine Daten alle gesichert auf meine externe Festplatte. Habe sie dann auf dem Laptop gelöscht und dann ist die externe Festplatte einfach nicht mehr angesprungen und ist jetzt wohl komplett kaputt. Das heißt, alle Daten sind weg und vom Laptop konnte ich sie auch nicht wiederherstellen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich glaube nicht, dass da noch viel zu retten ist. Und ja. Das war so mein Highlight für heute. Ja, was soll ich sagen? Es geht jetzt hier im Spiel gerade genau so weiter, wie es aufgehört hat. Der hat so einen guten Ping gehabt. Dann hat hier jemand hier den Kuchen der Flucht dabei gehabt. 100% mehr Blutpunkte für alle. Nee, hä? Ah, betrifft nur den Besitzer. Okay. Dann ist nur halb so schlimm. Ich dachte, der Kuchen wäre auch für alle. Aber trotzdem. Was war's? Michael Myers, hä? Ja. Ja. Was ist denn überhaupt hier im Schrein? Was haben wir im Schrein? Nix. Ja, so wie es aussieht, haben wir nichts im Schrein, ne? Hallo, Pokémon TTV. Herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich hoffe, es gefällt dir hier und, ja. Wenn es dir hier gefällt, kannst du mir gerne einen Follow da lassen. Nächstes Ziel ist nämlich der Twitch-Erfolg für 50 Follower. So, was haben wir hier? Bereits im Besitz. Bereits im Besitz. Das dritte Siegel. Unnötiger Perk. Bereits im Besitz. Alles klar. Ja,
wie du hier siehst, fehlen mir momentan noch einige Survivor. Beziehungsweise ihre Perks. Die habe ich alle. Die fehlen mir noch alle. Auch hier der Entscheidungsschlag oder Decisive Strike. Den will ich noch. Hier sind halt, ja. Ich gehe lieber nochmal zurück auf meinen Charakter. ja, von ihm hier, die sind halt mehr so. Oh, hallo Eistee. Wie immer kann ich mich auf dich verlassen. ja. Der Ace, der hat eher so Glücksspieler-Perks, also. Bessere Items in Truhen finden oder Items mit Addons in Truhen finden und so. Die zwei fehlen mir noch komplett, weil ich mir Nightmare on Elm Street und das Sword Chapter noch nicht gekauft habe. Sword Chapter, ja, Chapter will ich mir auf jeden Fall noch kaufen. Relativ schnell sogar. Allerdings kommt als allererstes ein neues Game. So, der Ping von dem Killer hier ist einwandfrei. Aber die Lobby war anscheinend verbuggt und deshalb hat der Killer uns jetzt komplett gedodged. Das war wohl eine SWF-Gruppe. Und deshalb hat der Killer uns direkt gedodged. So, ich habe heute noch gar nicht geprüft, dass mein Sound auch ordentlich steht. Aber es sieht so aus, als wäre diesmal alles klar. Come on, Killer. Also Eistee, ich habe bis jetzt, kam ich entweder in verbuggte Lobbys, ich kam in gar keine Lobbys, ich wurde gedodged oder das Spiel hat zwar geladen, aber als es angefangen hätte, ist der Killer offline gegangen. Das heißt, das hier wird jetzt hoffentlich mein erstes Spiel für heute. Oh, ich sehe gerade, ich habe meinen Notizblock gar nicht hier liegen. Ich habe mir extra rausgeschrieben, wie meine Mods, also ich wollte das testen, ob ein Mod per Bot-Befehl, neue Bot-Befehle einrichten kann. Aber ich weiß nicht mehr. Ich habe mir das aufgeschrieben, wie der Befehl war, aber das habe ich jetzt nicht hier. Ich habe das unten im Schlafzimmer. Weil ich den Notizblock noch für andere Sachen gebraucht habe. Meinem Laptop. Für eventuelle Datenrettung. Das riecht mich total auf. Ich hoffe, dass jetzt das Spiel anfängt und ich abschalten kann. Womit kennst du dich nicht aus, AST? Mit dem Spiel oder mit Datenrettung? Wahrscheinlich mit beidem. Irgendwer will, dass ich heute kein Dead by Daylight spiele. Ja, moin, Days. How are you doing today? Alles klar bei dir? So, dann gehe
ich hier doch mal auf mein Dashboard im Hintergrund. Das ist, glaube ich, immer gut. Jetzt Twitch Prime Loot. So, habe ich sowieso nicht. Drei Zuschauer, das ist gut. Das ist nämlich auch noch so ein Erfolg, durchschnittlich 3 Zuschauer zu bekommen. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, war der Durchschnitt auf 2. Damit ich sie angucke, wenn ich euch angucke. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Ich muss nur dran denken, sie auszuschalten. Na toll. Ah ne, ist nur eine. Je nach Killer geht eine durch. Frühschicht nach 3 Wochen Nachtschicht ist fast genauso Käse wie Frühschicht nach 8 Wochen Nachtschicht. Ja, lol. Natürlich, wenn du anfängst, dich an was zu gewöhnen, an eine bestimmte Zeit, dann ist jede andere Umstellung wieder Käse. So, ich bin jetzt nur mal gespannt, ob der Killer drin bleibt oder ob er kurz vorher wegen der einen Toolbox die ganze Gruppe dodgt. Morgen habe ich normale Frühschicht. At IST1984. Dann bin ich mal gespannt, ob jetzt das erste Spiel beginnt. Warum, wir arbeiten du mal. Yay, wir sind zumindest mal drin. Bin ich noch. Na toll, ich sehe den. Das heißt, der hat. Oh, ein Trapper. In der Map, das ist ja mal toll. Da hinten, der, den man jetzt sieht, das seht ihr auch hier neben mir. Der hat einen Perk drin, damit er immer nur Half-Life ist. Der positive Aspekt von dem Perk ist, wenn der Killer ihn umhaut und... Fuck. Sehr gut. Wenn der Killer ihn umhaut und ihn liegen lässt, kann er von alleine wieder komplett aufstehen. Killer rennt ihm nach, das heißt, ich kann den Generator doch fertigstellen. Ja, wie gesagt, also der Perk, das Perk, keine Ahnung, der, die das Perk hat, auf jeden Fall zu viel Negatives für das bisschen Positives, was er bringt.
Oder was? Ach so, wann ich mir den neuen Killer hole? Sobald das Geld passt. Es sind zwar nur. Es ist zwar nur ein bisschen, also ein paar Euro. Eigentlich für den einen oder anderen wahrscheinlich eher kaum der Rede wert. Für mich allerdings zu viel. Ich habe momentan kein Geld. Jetzt habe ich wirklich gedacht, der kommt zu mir und sieht mich noch. Ja, wie gesagt, es sind zwar nur, ich glaube, 7 Euro oder so, oder 7,99, bin mir gerade nicht sicher, 6,99 oder 7,99, aber ich bin ja erstmal am Sparen für ein anderes Spiel. Also du hast mehr Ladebildschirm als dass du gucken kannst. Das ist schade. Aber ich weiß auch nicht, wie gesagt, das liegt eigentlich nur einfach und allein an deiner Internetverbindung. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Lol, der wird vom Generator weggezogen. Tada. Oh, der schlägt den. Scheiß Camper und das im ersten Spiel. Das ist so klar. Ist doch immer so. Ach ja. Was soll man tun? Also, der Miro hat mir übrigens ein Spiel geschenkt. Das ist zwar schon ein älteres, aber vielleicht spiele ich es irgendwann mal auch on-stream. Schauen wir mal. Skull Babes oder so heißt das. Ne, Skull Girls, genau. Ein ganz altes Beat'em Up. Wie Tekken. Nur mit ja, Anime-Tussis
Mit großen Dingern halt. So typisch Anime, große Titten, knappe Klamotten, sowas halt. Ja. Ravek 23 Galan. Okay, Rang 17, der ist halt einfach noch schlecht. Die meisten Low-Rank-Killer sind Camper. Ach ja. Ich wünschte, es gäbe eine Option für solche Killer so zu ignorieren, also so eine Ignor-Liste, dass man bei denen gar nicht mehr in die Lobbys kommt. Fände ich persönlich besser als ständig gegen dieselben Camper kämpfen zu müssen. Es macht halt keinen Spaß. Mal ausschalten, falls ich um switchen muss. Gusfraba. Hier. Entspannung, Akupressur. Ich glaube, meine Lavalampe ist zu klein für heute. Heute brauche ich eine bisschen größere. Ja, die XXL Lavalampe. So, und du hattest irgendwann mal gefahren. Ah, ne, das hatte ich ja schon. Ja, wie gesagt, der neue Killer kaufe ich mir, sobald ich Zeit und oder Geld habe. Wo warst du heute? Hab dich heute nicht gesehen. Ich hatte einen Großgesellschicht. Um hier live on stream nicht zu viel zu verraten. Lampkin Lane, ich hasse die Map. Was ist denn los? Oh, hier. Ah. Okay. Es ist die neue Killerin und sie ist da. Pepper.
Oh, die gibt mir gar keine Falle. Sehr gut. Der Ping ist relativ gut. Das ist schon mal in Ordnung. Das die Schleicherei, was das soll, habe ich keine Ahnung. Naja, egal. Na toll, chinesische Mauer. Da ist er geschlichen. Also ich habe sie gesehen. Während sie schleicht, hat sie halt kein Terrorradius. So, es gibt für das Schwein keinen Grund, hier hochzukommen. Deshalb bin ich relativ sicher, obwohl... Ich glaube, die hat Barbecue und Chili. Als sie mich nämlich aufgehoben hat, ist sie schnurstracks in die Richtung zu dem, der dort das Schwein schleicht. Willst du echt geheilt werden? So, das Schwein kommt zu uns. Ich hab's schleichen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schleichen gesehen habt. Blödes Schwein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Problem an dem Killer, man weiß nie, ob er jetzt in der Nähe ist oder nicht, beziehungsweise sie. Aber er ist gerade hier am Verfolgen, also ich hoffe, der Petris macht einen Generator. Dann könnten wir es schon fast hier raus geschafft haben. So, jetzt die Frage, wo sind die letzten drei Generatoren?
Hier ist einer. In dem Haus. Irgendwo. So, Barbecue und Chili. Das heißt, wir verdrücken uns doch lieber. Oh, der hängt am Haken. Das Schwein schleicht bestimmt um den rum und wartet, bis ich ihm aufhelfe. Kämmt den ab. Na, seht ihr? Jetzt wird er aufgehoben. Ach ja. Wird der letzte noch abgekämmt oder was? Tja, ihr hört ja das Schreien die ganze Zeit. Das ist, wenn das Schwein den Überlebenden schlägt. So, ich könnte jetzt die Hedge suchen oder ich mache den letzten Generator an. Dann ist der Killer nämlich ein bisschen mehr unter Druck, als ich es bin. So, die sind da und da, okay. Gut, hat mich nicht gesehen. Also meine Chancen stehen immer noch sehr schlecht, hier rauszukommen, weil der Killer halt schleichen kann.
ich keine Ahnung habe, wo die Falltür ist. Und der Killer wahrscheinlich die Ausgangstore absneakt. Oh fuck. Und wie immer, keine Chance. Na gut, das gibt noch 250 Punkte extra. Ja, keine Chance, irgendwie mal vom Haken gerettet zu werden. Die Survivor sind einfach zu scheiße. Ich krieg mal nicht mal hier Kampfbonus, weil ich nicht mal kämpfen kann. Einmal ein ordentliches Team, bitte. Einmal. Wie gesagt, heute ist nicht so mein Tag. Ich hätte jetzt mal gerne noch ein ordentliches Match. Sonst mache ich nämlich Dead by Daylight, glaube ich, für heute aus und guck mal, was ich was anderes spiele. Problem ist, dass ich nicht wirklich andere Spiele habe im Moment. Ich bin aus einer Hacker-Lobby geflogen, so wie es aussieht. Bion, 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 bion. Ach ja. Machen wir das so. Gucken, wie lange der Killer jetzt braucht. Klar, zwei Toolboxen. Apropos, ich habe doch hier, habe ich hier noch nicht mal eins. Aber fast eins. Oh, hallo, Max Stu. Vielen herzlichen Dank, Pokémon TTV oder TTV, für dein Follow. Oh, Max, du, was, lol, du kriegst immer schlechte, ach so, schlechte Survivor ab, wenn du als Survivor spielst, und ich krieg immer die zu guten Survivor ab, wenn ich als Killer spiele. Toll, ja, genau so sieht's aus. Aber genau dasselbe sehe ich auch oft bei anderen Streamern. By the way, andere Streamer, ich habe am Wochenende ein Sub geschenkt gekriegt bei einem anderen Streamer und habe deswegen hier ganz tolle wollte ich eigentlich nur einmal machen. Ganz tolle Emotes.
Und sowas ist das, was ich irgendwann auch für mich brauche. Das und sowas und sowas und hier und yay. So. Nur brauche ich halt keine Meerschweinchen, sondern Füchse, wenn es bei mir irgendwann soweit ist. So, Mutters Behausung. Och nö. I don't like Doktor. Mach doch weiter. Was Post sagt, dass er stinkt. Ja, kannst du hier ruhig übermitteln. Sag ihm einen schönen Gruß von mir. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Geht denn jemand retten? Ich hoffe, den geht jemand retten. Ich befürchte ja nicht. Immer muss ich schon. Ich wette, jetzt entscheidet sich jemand anderes auch noch und er ist dann so ganz kurz vor mir. So richtig vorankommen wir hier ja auch nicht. Jetzt hat mein Charakter irgendwie überhaupt nicht das gemacht, was ich machen wollte. Anstatt rumzudrehen, bin ich gerade ausgerannt. Keine Ahnung. Naja, ich nehme das einfach mal so hin. Weil eigentlich wollte ich rumdrehen, wollte durchs Fenster. Aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Wenn die Sp Ach nein, gar nichts. Na toll.
What? Flapp ist Abfucker. Ich geb dir gleich Abfucker. Erinner dich an unser Match. 1-1. Du als Killer, ich als Survivor. Wir hatten gewonnen. Tja, wo sind die? Alter, der hat sowas von Distressing dabei. So weit, wie man den hört. Da ist doch einer, endlich, ey. Wie ich's hasse, wenn ich so ewig durch die Welt rennen muss und einfach keinen Generator finde. Genau, geh weg. Nein, nicht hierher kommen, weg hin. Das war jetzt abgefuckt. Nein! Schnell weg. Tja. Und sonst so, Leute, was gibt's Neues? So, jetzt bin ich komplett auf der anderen Seite, wo ich eigentlich meinen Generator machen wollte. Wir müssen noch ein bisschen was für unsere Daily machen. Das ist ein kleiner Tipp. Beim Doktor immer schön durch eure Halluzinationen durchrennen, damit die direkt verschwinden. Es gibt nämlich ein Add-on für den Doktor oder von dem Doktor, dass er seine also dass er die Halluzinationen sieht. Mm-hmm.
Fuck you, Doktor. Alles schon verbraucht, keine Paletten mehr. Und weggedüst. Ein bisschen Glück findet er mich nicht. Natürlich. Blöd, wenn man dann genau zu einem Generator läuft, zufällig. Hat mich doch noch gesehen. Wenn ich eine geile neue Serie brauche, soll ich mir Designated Survivor angucken. So, na toll, die Truhe ist ja schon so gut wie verbraucht. Gut, dass ich es noch gesehen habe, bevor ich sie ganz verbrauche. In die Arme gerannt. Ich hab gedacht, der ist schon um die Kurve. Naja, wenigstens hat das Spaß gemacht ein bisschen.
Auch wenn ich jetzt tot bin. Bam, bam, bam. Adios, amigos. Ich bin auch mal gespannt, das gab bestimmt ein paar Punkte. Und wehe nicht. Was? Ja, doch, das reicht aber. 10.000 Punkte. Das war auf jeden Fall kein Lose. Ups. Ein Black Pill. Der hat sogar Nöte gehabt, der Spacko. Bam, 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 bam. Tja. Smooth, la ping is smooth. Also seit der neue Killer raus ist, habe ich ja überhaupt schon in Freddy gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, was sagt mein Twitch-Dashboard? Zwei Zuschauer. Warum sagt mir das zwei Zuschauer? Drei Zuschauer, okay. Sieht schon besser aus. Ne, zwei Zuschauer. Wird das verbuggt? Ich sehe sogar vier Zuschauer. Pokémon TTV, Maxdew, Ice-Tee und Daze. Irgendwas stimmt da nicht. Die wollen mich sabotieren. Sind meine Achievements? Ja, ist okay. So, ich habe übrigens immer noch nicht den Erfolg aktualisiere deinen Stream-Titel. Komischerweise. Aktualisieren. Ahnung. So, und hier, it's happening, beginne deinen ersten Stream, habe ich auch noch nicht. Obwohl ich schon bei meinem 11. Stream bin. Erreiche innerhalb von 30 Tagen einen Durchschnitt von 3 Zuschauern. Da bin ich jetzt auf durchschnittlich 2 Zuschauern. Und ich brauche 50 Follower. Das sind die. Also die 2 brauche ich. Dann, also die 2 Achievements brauche ich noch.
damit ich hier Weg zum Affiliate oder Affiliate. Denke mal, das ist Englisch. Affiliate ist der nächste Schritt. Allerdings kann das noch ewig dauern. Also, ich bin jetzt seit einer Stunde online. Ich glaube, eventuell nach dem Game, wenn ich dran denke, was ich hoffe, dass ich dran denke, mal kurz nach dem Ofen gucken. Ja, die Map, gegen welche Gegner? Ich glaube, das ist schon wieder ein Doktor. Und wir sind nur zu dritt. Yippie-ai-yay. Yippie-ka-yay. Motherfucker. Warum kommt der hier hoch, der Penner? Hier ist ja gar nichts. Oh Mann. Och, wie wenig Lust ich auf diese Runde hab. Also heute macht es irgendwie noch nicht halb so viel Spaß wie sonst. Ich muss ganz kurz nach dem Feuer gucken. Ich bin sofort wieder hier. Und gucken, was haben wir denn für Hintergrund Music beziehungsweise Pausenmusik. Gamer Free. Oh ja, komm, Rock. Schauen wir mal das hier. Bis gleich.
Hallo Freunde der Hintergrundmusik. Jeder kennt das Problem. Man hat sich ein Video gemacht und es fallen 1000 schöner Musikstücke ein, die deinen Videos eine schöne Atmosphäre geben könnten. Und dann passiert, genau, das hier ihr. Dein Video wird gesperrt. Anstatt es als Reklame anzusehen, sperrt das sogenannte Urheberrecht eure Videos. Man konnte sich damals einfach noch nicht das Internet vorstellen, wo man aus privater Interesse und nicht aus geschäftlichen Gründen seine Videos weltweit hochladen kann. Bei uns ist es besonders schlimm, hier gibt der Künstler seine Rechte an die GEMA ab. Er kann also selber nicht mehr entscheiden, wen seine Musik verwenden kann oder nicht. Im Gegenzug sammelt die GEMA für ihn bequem die Kohle ein. Aber alles Jammern nützt nichts. Es ist wie es ist. Die Alternative ist GEMA-freie Musik. Einer der besten ist KSD Beats. Es gibt mittlerweile zahlreiche Musiker, die ihre Songs unentgeltlich und GEMA-frei zur Verfügung stellen. Auch dieser Kanal Haare Musik stellt seine Musik GEMA-frei zur Verfügung. Es ist für Videos als Hintergrund gedacht. Es werden auch Geräusche folgen wie Türknarren und so weiter. Ha, selbst dafür wollen einige nur euer Bestes, nämlich euer Geld. Also wenn ihr was Interessantes für euch findet, gebraucht es wie ihr es wollt, habt Spaß damit, euer Henry. Ach lol, wie sieht der aus? Gar nicht so schlecht, ne? Auch wenn der Typ hier ein bisschen... Wo seid ihr denn? Da. Na toll. Jetzt sieht man nicht mehr. Ja. Lol. Oh, hello Nachtgeier. Genau. So, das war erstmal das. So, was machen wir? Rang 18. Mal gucken, was wir mit der für Add-ons haben. Erstellen wir mal eine Jägerinnen-Lobby, ja?
Auch wenn ich nicht so gut im Zielen bin mit der. Komm, mach. Oder die Hand 2 Toolboxe. Wenn die mal nicht sabotieren. Dunkler Nebelschleier. Ach ja. Naja. Schlechter als die Survivor-Spiele kann es auch nicht werden. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie der Wurm drin. Zach. Achso, der ist ja gar nicht mehr da. Also, achso, Nachtgeier. Ich habe meine PSP-Spiele, die ich nicht mehr spiele, ausgekramt, habe die jetzt verkauft, damit ich mir ein besseren Kühler leisten kann. Also ich hole mal noch eine Nummer besser als der. Ups. Bling. Ja. Arctic Freezer Pro habe ich mir ausgesucht. Ja. Verkackt. Es klappt immer wieder. Das hat's jetzt gebracht. Der hat gerade die beste Palette gewastet. Sag mal, der denkt auch, ich wäre komplett blind. Aber solche Survivor muss es halt auch geben. Kein Survivor in der Nähe. In die Richtung ist jemand gelaufen. Wieder der denkt, ich wäre blind.
Nein! Fast blind gewesen. Der ist ja noch. Was, wenn ich so summe, mache ich dir richtig Angst? Ja, das ist das Summen der Huntress. Sie macht das die ganze Zeit. Hört ihr das nicht? Hab ich den. Den Sound so leise. Katsching! Bing! Oh, keine Äxte mehr. Da geht's lang. Oh, schon tot. Oh. An der unsichtbaren Mauer da oben. Kaputt gegangen. Also er ist noch in der Nähe. Das verrät mir mein Flüstern. Hier nicht mehr. Ups. Ich habe das Blut auf dem Boden gesehen. Tja. Das, was man da hört, ist übrigens ein russisches Schlaflied oder so. Könnt bei YouTube... Wenn er bei YouTube eingibt, Story, Jägerin, dann ist da jemand, der hat ein schönes Video gemacht über die komplette Hintergrundgeschichte der Huntress. Huntress. Ich glaube, da singt sie das Lied sogar richtig, also komplett. Mehr oder weniger komplett zumindest. Lass mal noch Beile nachfüllen. Der Snipe. Katsching. So, dann bin ich mal gespannt, ob der vielleicht auch Decisive Strike hat. Naja, anscheinend nicht. Sie verloren, das gibt's doch nicht. Touching.
la 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 la. Und schon wieder die. So, jetzt habe ich halt das Problem, dass hier keine Haken wirklich in der Nähe sind. Yeah, trotzdem noch geschafft. Also, der andere ist noch Half-Life. Ah, jetzt ist er Full-Life. Oh, ich habe nur noch ein Hackebeil. Lol. Jetzt ist er tot. Ich wollte meine Hackebeile auffüllen. Oh, hier ist sogar der. Wie gut ist das denn? Versteckt er sich ausgerechnet in dem Schrank, jawohl. Katsching! Was ist denn das? Da, 2-Pip-Game. Für den war es wirklich unlucky. So, soll ich mal kurz gucken? So, mal gucken, ob das. Ich will ein Paradies. Bla bla. Werbung. So, das ist das Lied. Check.
Nur falls ihr euch gefragt habt, was ich die ganze Zeit summe. Ein russisches Schlaflied. Ich glaube, ich habe hier noch Kannibale. Muss ich noch einen? Haben wir hier noch was Tolles? Was kann das? Was? Cooldown, ja. Was ist das? Hab ich einen Tüftler mit dem vielleicht? Was ist das? Tüftler. Guck mal, mit dem habe ich noch 7 blutige Partyluftschlangen. Das sind 100% mehr Blutpunkte für alle. Machen wir doch mal so eine Lobby. Hm? Achso, hallo. Der Ping ist auf jeden Fall mal nice. Ach, die Lorry. Jede Lorry. Oh, 2 Leute schon wieder mit Toolbox, ey. Die egal. Ach ja. Also als Killer bin ich wirklich froh, dass die Toolbox bzw. das Sabotieren an und für sich genervt wurde. Nämlich, wenn das noch so gewesen wäre, dass man sämtliche Haken einfach wegmachen kann und die bleiben dann weg, das wäre richtig kacke. Aber die respawnen ja jetzt nach 3 Minuten. Oh mein Gott, ich habe mit dem überhaupt gar keinen wie heißt es? Ah, hallo Dwight. Nice to see you. Ah, fuck. Nicht lang genug festgehalten. Katsching. Cool, wo hast denn die Pikachu-Pokémon, Pikachu-Smileys her? Die gefallen bestimmt hier unserem Pokémon TTV. Wo waren jetzt hier die... Ah, da war die Palette.
Scheiße! Kein Plan. Na, da geht auch ein Bill. Hallo Bill. Ching. Ja, die zwei mit der Toolbox als erstes gefunden. Das ist doch mal nice. Radaunz! Tja, das war die Chance für die anderen Überlebenden. Kratschen. Da hat er doch schon einen Fortschritt, der... Hallo? Das ist das Gute an dem Killer. Mit dem Killer kannst du, wenn es gut läuft, alle vier Survivor direkt gleichzeitig umsäbeln. Und das, obwohl ich überhaupt gar nichts campe. So, einer hat die Seed. Der hat keinen Bock mehr. Was? Echt jetzt? Ich hab's verloren. Schade nur, dass ich den, den grünen Perk nur auf 2 hab. Da ist der Skillcheck zu leicht, den sie kriegen. Das wäre meine Chance gewesen. Ich hätte sie einklemmen können und dann umsägen.
Ich gebe dir nochmal die Chance. Ich gehe hier durch die Palette durch. Muss nur jemand da sein, der so umkippt. Hallo Dwight, ich sehe deine rote Mütze. Da links war eine Palette. So, zumindest gibt's eine Hatch. Ups. Ich muss dich nicht unbedingt umsägen. Wenn du diesen Haken natürlich präferierst, dann werde ich dich natürlich hier aufhängen. Ups. An dem Generator waren Laufspuren. So, mal gucken, ob wir den Retter finden. Tja, Dwight, leider finde ich deinen Retter nicht. Den hätte ich ja lieber gehabt. Da ist der Retter. Verkackt. Den habe ich gesehen. Erbarmungsloser Killer. Das gab Punkte. Das gab 2 Pips.
Und es gab noch nicht mal ein Dankeschön für die doppelte Punkte. Tja. Mach's nix. So. Was könnte man denn jetzt noch zocken? Achso, erstmal hier 30.000 Punkte snacken. Das hier mag ich nicht. Schauen wir mal das nächste Blutnetz an. Stimmt, mit dem könnten wir eigentlich mal eine Runde spielen. Haben wir noch, was ist das? Cooldown der Kettensäge verringern. Verringern die Aufladezeit. Und Tüftler. Yippie-yay, Schweinebacke. Oje. Naja, Prestige sagt ja nicht unbedingt aus, dass der Survivor auch gut ist. Ja, habe ich. Ja, ich glaube, ich habe eben gesagt, welchen Kühler ich mir hole, gell? Poke, Pikachu. Poke. Pock, Pock, Pock. Okay. Also wie gesagt, ich habe am Wochenende ein Sub-Geschenk gekriegt und kann deshalb diese tollen Emotes nutzen. An dieser Stelle übrigens nochmal herzliches Dankeschön an Gotham2K13, der mir den Sub geschenkt hat. Er hat einfach random in den Chat von dem Streamer gefragt, er hätte Bock, 2 Subs zu verschenken. Wer will? Da haben sich natürlich jede Menge Leute gemeldet und er hat mich ausgesucht. Thank you.
Der Palettenwaster. Katsching. Und dann läuft er dorthin, wo er alle Paletten schon umgeworfen hat. Nicht unbedingt die klügste Taktik. Shaggy Master P. Ja, ich hab den da hinten gehört. Shift W. W, Dead Heart. Dass sie immer zu den Paletten hinlaufen, die sie gerade schon verwendet haben. Ich weiß doch, dass du hier bist. So geht das. Ich hoffe, euch macht es Spaß, mir dabei zuzugucken, wie ich die hier abmetze. Zumindest mehr Spaß, als mir dabei zuzugucken, wie ich abgemetzelt werde. Ah! Fuck! Da rennt er.
Katsching! Da hinten ist jemand gerannt. Ich habe hier irgendwo jemanden rennen gesehen, ich bin mir sicher. So, jetzt habe ich leider Gottes kurz nicht mitgekriegt, wohin ist. Also hier ist er nicht. Fuck. Schade, dass ich ihn verloren habe. Aber es war ein gutes Spiel. GG. Hat Spaß gemacht. Auch wenn ich keinen komplett getötet habe. Es hat noch nicht mal für den Black Pip gereicht. Ich hätte noch einen von den zwei wenigstens einmal aufhängen müssen. Also überhaupt irgendeinen noch einmal aufhängen müssen. So, was haben wir denn? Ach so, hier haben wir immer noch das. Oh, ich habe keinen Bock auf Überleben, da ich weiß nicht. Oh, ich habe irgendwie keinen Bock auf die Killer jetzt. Hier, das, der Glassplitter.
Wenn ich den nochmal hätte, dann könnte ich einen neuen Killer nochmal spielen. Ich könnte ihn ja noch 5 Level hochbringen, damit er bereit ist zum Prestigieren. Mir fehlt sowieso hier noch ein bisschen was an Perks. Aber das kostet wieder so viel. Aber ich mache nur bis Level 50. Nur Scheißdreck. Und das ist das schlechteste Memento Mori überhaupt. Weil das geht nur gegen den letzten und den kriege ich fast nie. Mit dem Grünen kann ich irgendeinen machen. Und mit dem Roten kann man jeden. Direkt töten. Was war denn das? Ah, aus Versehen. Ach, das habe ich nicht gesehen. Und das habe ich auch nicht gesehen. Oh, Mann. Punkteverschwendung. Ach, ja. Oh, Hex Rune. Alter, hier sind zweimal die Bloody Party Streamers. Nehme ich mir natürlich beide mit 100% Blutpunkte. Hier ist noch die Chance. Die Chance nehmen wir noch. Schade. Wenn ich das mithole, dann verliere ich die zwei nicht am Ende der Runde.
Es wäre so schön, wenn ich mal vier Randoms spiele würde, die. Also, wo keine Überlebe mit Freundengruppe. Ja, wie gesagt, mein neuer Kühler, der wird wahrscheinlich am Mittwoch kommen. Allerdings werde ich ihn wahrscheinlich frühestens Donnerstag, wenn nicht sogar erst am Wochenende einbauen können. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Zehn Follower. Es wird doch langsamer. 539 Aufrufe, aber noch kein Clip. Also war wohl noch nichts clipwürdig. Ja, 3 von 4 Survivern, das gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwo noch so ein einzelner Survivor rumirren. Boah, die können jetzt hier Toolbox mitholen, wie sie wollen. Im schlimmsten Fall säge ich sie alle nieder und lasse verblute. Habe ich hier irgendwo Statistiken? Hier habe ich Statistik. Ja, durchschnittliche Zuschauer immer noch auf 2. Ich bräuchte ein paar mehr Live-Zuschauer. Schade, dass die anderen alle am Arbeiten sind. Da waren es nur noch 2. Dann kommt eine 2 SWF. Was mach jetzt? Truster. Ich hasse solche Spacken, die einfach nicht fertig werden und die Zeit ablaufen lassen. Lol, ich glaube, der hat gedacht, dass ich dodge, wenn ich sehe, dass er eine Taschenlampe in die Hand holt. Deswegen hat er so kurz vor knapp die Taschenlampe rausgeholt. Naja, schauen wir mal, was das wird.
Ein gesunder Überlebender, der vom Killer getroffen wird, wechselt in den verletzten Status. Ein weiterer erfolgreicher Treffer versetzt den Überlebenden in den Todesstatus. Ein Überlebender im Todesstatus kann vom Killer aufgehoben werden. Gott sei Dank gibt's diese Tipps. Oh, mein erstes Mal in dieser Map. Und dann mit dem Killer. Und jemand mit Decisive Strike. Lol. Also diese Map ist anscheinend nichts für den Hillbilly. Tja, man sollte sich nicht vom Killer einklemmen lassen. Ja, falls ihr es nicht bemerkt habt, ne, das ist die Saw-Map. Lol. Hat sich sterben lassen. Tja, schon wieder ein D-Strike verkackt worden. Hallo.
Ich habe ihn liegen lassen, weil ich lieber auf den Retter gehe und weil die einen haben, der abgehauen ist. Die Chance kriegen sie von mir. Der hat mich in die Richtung geführt. Ich habe die Spuren von ihr dann gesehen. Ihn nicht mehr. Tja, das war jetzt very unpraktisch für sie hier. Hallo. Der ballert hier die Paletten durch, alter Vater. Richtiger Rasenmäher. Solche Survivor habe ich bei mir auch immer. Wobei, die überleben meistens nicht so lange. Haben aber genauso viele Paletten kaputt. Alter, wo bin ich? Da sind Spuren. Ich wollte ihn ja eigentlich nicht verfolgen. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hier irgendwo, ups, eine Treppe hochkomme. Alter, wie kommt man an die Generatoren hier? Jo, alles klar, man sitzt sich eventuell mal früh oder vielleicht sogar mal den ganzen Tag, keine Ahnung.
Alter, ich werde hier noch bekloppt. Da ist ein Generator. Wie komme ich zu diesem Generator hin? Der ist in der Wand. Hier ist er. LOL. Ups. Ist ja mal die totale Anti-Hillbilly-Map, das hier. Ja, gute Nacht, Eistee. Habe ich gleich gesagt, aber sicherheitshalber nochmal. Ich hasse es, wenn ich so aus Versehen auf den scheiß Knopf komme. Und der einfach zuhaut. Passiert mir viel zu oft. Viel Erfolg beim Jagen. Dankeschön. Ich hoffe, den hab ich. Meine zwei sind schon tot. Und ich kann jetzt schon mit absoluter Sicherheit sagen, ich mag diese Map überhaupt gar nicht. Also nicht mit dem Killer. Tja, das hat er sich so gedacht. Wie es. Der letzte kriegt dann wahrscheinlich die Hedge. Hat schon an der Hedge gewartet. Ach ja. So, 14er, 14er, ich bin 17 und ein 19er.
Oh, direkt noch so ein Billy Game. Hoffnung auf eine bessere Map für einen Billy. Das ist doch eine 3er SWF mindestens. Bully, Skinny Bull, Jay und Exo Tummy. Mindestens ist der Ping okay von allen. Ja, was willst du mithole? Gar nichts. Einfach nur gewartet. Geht. Ach ja. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann noch mal hin, mit 5 Leuten gleichzeitig Dead by Daylight zu spielen. Nachtgeier, Max, dann habe ich noch mindestens einen in der Friends List. So, wo ist er hingelaufen? Geklottet. Da hängt er schon, das zweite Mal das weit. Ja, wo sind deine Claudettes? Die sind nicht weit.
Juck mich doch nicht, wenn du dahin Alarm schlägst. Oh, hast du verkackt? Tja. Tja, Dwight. Ich nehme mich mal aus dem Spiel. Ja, ich bin unterwegs. Oh, habe ich deinen Freund rausgeholt. Jetzt willst du auch nicht mehr, hä? Lame. Lol, disconnected. Ach ja, das war eine Trolle. Die wollte nur ein bisschen dumm machen. Haben gedacht, sie könnten mal schöne Killer verarschen, und weil es nicht geklappt hat und einer gestorben ist, haben sich die anderen zwei mehr oder weniger auch sterben lassen. Das ist ja fast wie Motorradfahren. Und dann war es dann doch noch ein 2-Pip-Game, eh?
wenn der Disconnector als 2 zählt. Tja, die wollte mich teabaggen, also die haben geteabaggt, weil sie gedacht haben, sie könnte mich irgendwie verarschen oder so. Oh, der eine hat mir noch die 2 Kills geklaut, indem er disconnected ist. Also die 2, hier, die 2 Punkte. Hier, der Bulli. Mit seinem Decisive Strike, also Entscheidungsschlag. Wollte mir von der Schulter springen. Aber wie ihr seht, das war wohl nichts. So, machen wir noch eine Runde und dann werde ich wahrscheinlich für heute offline gehen. Wie lange bin ich jetzt online? 2 Stunden 40. Hoppach. Ach, nö, wenn einer rausgeht, ist meistens die Lobby verbuggt. Also wenn die Lobby verbuggt, dann wenn einer... Oh Mann. Wenn einer rausgeht. Und so hat sich der Tag doch noch zum guten gewendet. Hat wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn einer rausgeht, dann dauert es immer ewig. Kommt da jetzt einer rein, ist direkt wieder raus. Kann das sein? Ich wüsste, warum ich heute so müde bin, aber schon den ganzen Tag. Machen wir einen kleinen Raubzug. Hm.
Ja, so kann man das letzte Spiel auch noch rausziehen. Yay! Was? Ich habe bei 10 Einsatz nur 2 gewonnen. Alter, ich wusste nicht, dass die Chancen da so schlecht sind, da was zu gewinnen. Minigame. Das kann ich hier erhöhen, okay. Gut. So, besser ist das. Das hat auf 25% Belohnung gestanden. Also hast du eine 50% Chance gehabt, ob du gewinnst oder nicht, und hast dann nur 25% gewonnen. Also mehr gewonnen. Jetzt hast du immer noch eine 50% Chance, glaube ich. Und bekommst aber 50%. So. Einmal 100% Blutpunkte zum Abschluss von mir für alle. Ding, 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 ding. Der Killer kann fallen gelassene Paletten zerstören. Diese Aktion dauert eine Weile und macht die Paletten komplett unbrauchbar. Viele, viele, viele Leute warten ja schon ewig auf einen Survivor mit einem Perk, dass man Paletten reparieren kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sowas jemals kommt. Ka-ching! Das war knapp, die hat noch fast den Hit getankt. Tja, ich glaube, das ist eine SWF.
Tja. So schnell wie die hier durchballern, die spreche ich ganz genau ab. Hier waren Laufspuren. Das ist ein guter Survivor, auf jeden Fall. Aber er unterschätzt mich.
Dummer Fehler. Oh, die Salzlampe ist noch an. Interessante Raubzugtexte, ja, danke. Hab ich mir selbst aus den Fingern gesogen. Ich würde sagen, zu gierig. Zwei von vier. Und ich glaube, die letzte, die ich aufgehangen habe, war auch die Teabaggerin. Teabagging, genau. Also die sich so vor mir geduckt hat, als sie die Palette umgeworfen hatte. So, das war doch ein schönes letztes Spiel. Fucking Lacker. GG. Es gab sogar einen Pip. Ach, der ist mir direkt in die Arme gelaufen. Ah, liebe Grüße von Bea an Pam und mich. Alles klar, ich werde es ja ausrichten und liebe Grüße zurück an dich. Und natürlich auch an meinen kleinen Engel Kitana. So, 18.000 Punkte. Das war mein Dead by Daylight für heute, mein Stream für heute. Wird Zeit, dass wir uns einen Bau zurückziehen, in den Fuchsbau. Das Maskottchen wartet schon. Dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es hat mir über die schwere Zeit nach den heutigen Informationen hinweggeholfen. Ja, danke nochmal an Pokémon TTV für dein Follow. Ich hoffe, dass wir uns jetzt in nächster Zeit öfters mal sehen. Days, Nachtgeier. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, beziehungsweise auch Bea. Falls du es im Pass-Broadcast noch siehst, Eistee, dir auch nochmal danke. Max Stew, dir danke. Post, du stinkst. Ja, sonst wüsste ich nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. Wie gesagt, ich gehe jetzt ins Bett und ich habe mir überlegt, zum Abschluss gibt es nochmal mein Intro. Also mein Intro als Outro sozusagen. Also, gute Nacht. It is natural to die.